Ja, liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Let's Go Evoli. Wir sind dabei, unseren Pokédex zu vervollständigen. Wir haben 137 Pokémon mittlerweile. Und ja, machen wir uns jetzt auf den Weg, um ein legendäres Vogel-Pokémon zu fangen. Aber vorher steht dieser Poké-Maniac noch im Weg. Du bist also ein bisschen extra bis hierher gekommen. Heißt das, du bist auch ein Maniac? Möchtest du meine Sammlung sehen? Bitte auf Anfang, ich habe einen Geowatz. Hab einen Geowatz dabei. Aber dann kann ich ihn nächsten Haken setzen. Also er hat einen Rion auf jeden Fall zumindest schon mal dabei. Rion ist jetzt nicht unbedingt so ein Pokémon, das wir noch nicht finden. Aber wir haben schon. Ja, ich muss das wirklich ein bisschen umbauen. Das ist gut. An der Pokémon-Liga haben wir uns relativ gut angestellt, das muss ich sagen. Damit ich auch ziemlich zufrieden war, dass das Team so durchgegangen ist. Hätte ich auch nicht erwartet. Aber gut. So, Schlagbohrer möchte ich einsetzen. Klar, wollte ja auch falsch jedoch vorher gehen. Den kriegt er jetzt zurück erstmal. Nehmen wir deine KP, mein Freund. Komm, jetzt haben wir einen Geowatz bitte danach. Und dann hat quasi das Thema schon mal weg. Nein, du hast natürlich eine Schnur. Einfach. Du hast natürlich einen scheiß Schnur, weißt du es. Ärgerlich. Ja, damit hätte ich eigentlich ehrlich verrechnen können. Naja, gut, egal. Müssen wir es halt mitnehmen. So, ich dürfte der Gegner unter Kabutops keine Chance haben. Museum, wir können sich ja mal ein bisschen Glück haben mit dem Fossilien. Man braucht die Einträge für Harmonie, das Amorosa, aber es gibt eine Möglichkeit, die auch noch zu kriegen. Müssen wir ein bisschen Glück haben. Ich erkläre euch das später, wenn wir dann bereit sind. Jetzt möchte ich erstmal hier in dieses Kraftwerk. Wir haben als erstes mal einen Donnerstein. Da oben. Ich bin ein Elektrikmeister. Ich habe mein Leben der Suche nach dem ultimativen Elektrik gewidmet. Wenn du nämlich kämpfen willst, sitzt einfach ein Elektriker oben links in deine Teamliste. Nö, aber jetzt werden nervt. Wir machen mal heute ein bisschen Kraftwerk. Im Gegensatz dazu sehen wir jetzt Gott sei Dank die Pokémon. Oder größtenteils die Pokémon. So, hier ist ein Doppelleber. Unter dem Trainercode steht das Grafik auf Rang 2 der Ort, in dem man auf keinen Fall zugeteilt werden möchte. Mir ist es egal, wo ich hineingeteilt werde. Ich mache meinen Job immer gut. Soll ich das mal demonstrieren? Ja, die Freunde meiner Arbeit. Los geht's. Okay, eine Trainerin tatsächlich. Damit hat jetzt auch nicht gerechnet hier. So, du hast drei Pokémon und fängst mit einem Amoroso an. Und damit geht tatsächlich der nächste. Geht natürlich der nächste Pokédex, Alter. Oh, das ist gut. Das, ja, sehr gut. Es sind einige Trainer dabei, tatsächlich, die gute Pokémon einsetzen. Okay, da fangen wir an. Amorosa auf jeden Fall war gar nicht so schlecht. Wenn jetzt noch ein Ammonitas wäre, das super. Dann hätte ich mich jetzt beiden Einträge durch. Dann hätte ich das Thema nämlich angelegt. Amorosa ist zumindest ein Pokémon, was uns tatsächlich noch auf der Liste fehlt. Das ist das nächste. Aerodactyl. Dann hast du nicht als letztes noch ein Kabutops, oder? Dachte, wir Steinlager einsetzen, aber kommt da nicht mit klar. Da wollen wir nochmal einen Donnerschlag hinterher, aber diesmal trifft der Steinlager, weil der Donnerblitz das. Ist nicht direkt weghüllt. Dann hast du wahrscheinlich als letztes noch Kabutops, oder? Natürlich hast du noch einen Kabutops. Okay, das aber Rosa war aber gar nicht so schlecht eigentlich. Das ist gut. Weil dann haben wir nämlich, nämlich ein bisschen Glück, den neuen Tag fertig. Oder wir haben ein Glück, dass wir noch ein Museum eins finden. Die Ausschläge finden. So, erstmal mit dem Megasauger. Kabutops setzt Blutsauger ein. Okay, das ist jetzt nicht so viel Sache.
Boah, da hätte ich nicht mit gerechnet, dass das mit einem Wut so ist. Das ist so krass. Also ziehe ich das okay. Passt schon bei mir, aber vielfach mich halt, ne? Naja, zumindest geht Kavuta das jetzt auch schon mal warten und damit haben wir das Thema durch. Der Trainerkurs ist besiegt. Gute Arbeit, das geht für uns beide. Für mich gibt es nichts Schöneres, als wenn du mit meiner Arbeit zufrieden bist. Ja, ich hab noch was für dich. Sonderbogen, sehr geil. Dankeschön. So geil, Dankeschön. Die Rechnung, wenn ich ehrlich bin. Die 5 Sonderbonbons nehmen wir gerne auch mal mit. So, okay. Dann teilen wir die mal auf, würde ich sagen. Zumindest mal ein bisschen was hoch zu, vom Level her hoch zu bekommen. 50, nehmen wir das mit. Und den Rest geht auf Magma. Dann ist Magma Level 52 und dann haben wir das komplette Team über 50. So, okay. Ein Magneton. Magneton müssen wir tatsächlich auch schon gesehen haben. Da oben liegt noch ein umgekehrter Pokéball. Das kann eigentlich nur ein Voltoball sein, ne? So, nehmen wir auf jeden Fall erstmal diesen Top-Trank mit. Ich vermute, dass es ein Voltoball ist. Ich glaube aber nicht, dass das ein verstecktes Item ist. Ja, natürlich nicht. Come on! Dann ist es ein Elektroball. Dann ist es ein Elektroball. Hier mit dem Spiel. Das tue ich mir jetzt gerade nicht an. Da oben liegt irgendwie auch noch ein Item. Ich glaube, ich kenne grob den Weg auswendig noch vom Kraftwerk. Aber ich muss jetzt gerade mal gucken. Oh Gott. Die Magneton müsste ich aber eigentlich beide auch schon erledigt haben. Spätestens in dem Rocket. Versteckt war das. Moment. Nehmen wir das hier mal unten mit. Kapsel X-Spezialverteidigung. Weiteres Item. Oh, die T38 Donner. Das ist wieder ein Pokéball, ein Voltoball. Oder Elektroball, wie auch immer. Eins von den beiden müsste es sein. Daher für uns eher uninteressant. Da oben liegen noch zwei Items. Zum einen ist es ein Donnerstein, den wir ja auch schon vor dem Kraftwerk gefunden haben. Und das nächste ist noch ein Top-Trank. So, okay, ich gehe euch mal da aus dem Weg, sonst wäre da mal nicht böse. Da wusste was ein Zapdos-Träne. Ernsthaft? Aha, du hast also. Das heißt, du willst das Zapdos versuchen zu fangen, weil das ist nämlich hier Zapdos. Oh, ein Electric. Aber Electric haben. Meint ihr schon? Ich glaube ja, ne? Ich bin gerade im Pokédex, also ich weiß, dass ich einen Eintrag dafür habe, aber das ist so richtig ab, ich weiß nicht gerade. Ich habe Elektrik tatsächlich noch nicht gefangen, nein. Aber wer war das jetzt tun? Wenn wir schon mal eins auf der Seite sehen, dann werde ich mir auch eins fangen. Ja, ich habe dich noch erwischt, mein Freund. Aber du wirst wahrscheinlich mir gehen kommen, im ersten Fall, oder? Ja. Oh ja, großartiger Wurf, komm. Eins, zwei, drei. Warte. Ich hab noch einige Hyperen, die ich dir noch kurz in die Hand drücken kann. Ernsthaft? Diesen Wurf hast du mir hier abgeschossen, ja? Okay, da bin ich jetzt nicht gerechnet.
Damit hätte ich jetzt natürlich nicht gerechnet, dass du mir einen Wurf abhaust. Also ich wollte ich ja fangen. Okay. Halt. Dein Kumpel ist mir gerade schon entkommen. Du kommst mir mal bitte nicht. So. So. Erster Wurf direkt war großartig. 1, 2. Jawohl. Electek gehört. Aber wir haben jetzt nichts zu gucken, was wir gefangen haben, aber bei den Eintrag hatten wir jetzt schon. So, nehmen wir mal mit. Gut. Dann widmen wir uns heute dem Zapdos. Einfach wird es definitiv nicht, das ist schon mal klar. Ist es ein legendäres Pokémon? Und daher wird es definitiv alles andere als einfach werden. Na gut, gucken wir einfach mal. So, ich denke, das wird wieder Relaxo sein, dass wir das erst besiegen müssen, bevor wir es irgendwie fangen können. Zapdos erscheinen, mehrere Statuswerte von Zapdos wurden erhöht. Okay, wir müssen auf jeden Fall gegen uns kämpfen, das ist klar. Es ist noch im Rahmen, ist es Level 50. Ja, das wird das erste gemacht. Achso, wir haben 5 Minuten Zeit, um das Viech zu besiegen. Ah, ich sehe gerade, die Seiten müssen runterlaufen. Okay. Das kriegen wir auch schon. Ich hab auf Donnerblitz mit unserer Raichu. Ich habe vorher kurz gespeichert. Die Aufnahme wird nicht so effektiv sein. Tut ihm natürlich klar weh, aber wenn ich voll gerade mit der Reise. Jetzt wird ein bisschen Glück. Dann machen wir das für dich. Jetzt setzen wir mal Donner mit der Kamera. Ich überlebe. Ja! Und damit hat das Ding eigentlich schon mit Zapdos erledigt, weil dann haben wir es geschafft, in 4 Minuten das Pokémon wegzubrezeln. Das ist erledigt, also das heißt erledigt, es darf jetzt gefangen werden. Oh, das ist auch noch riesig. Okay, da müssen wir mal weitermachen. Ich habe jetzt gedacht, ich krieg das. Jawohl, wir haben es. Aber also zumindest der erste Ball. 1. Also es wird jetzt ein bisschen zicken, das ist klar. Das ist immer noch ein legendäres Pokémon, das ist klar. Den Ball haben wir noch erwischt. Hoffnung war ein bisschen da gerade, das Viech zu fangen. Aber 1, 2, 3. So, einmal drauf. 1, 2, 3. Zweite Mal schon, dass es beim Verflixt rauskommt. Erst. Okay. 1, 2. Bricht aus. Will ich haben, Zapdos. 1, 2. Es zickt gerade noch ein bisschen. Das ist klar. Ich hoffe, dass ich es irgendwie noch gefangen bekomme. 1, 2, 3. Das ist das dritte Zapdos mittlerweile. Bei 5 oder 6 Würfen. Also da habe ich es. Also zumindest versuchen. 1, 2. Ja, es wirkt gerade nicht. Es ist halt Negi, ne? Da muss man mal ein bisschen rechnen.
1. Leck mich doch mal, ich spiel mir das nicht jetzt offen. Zack, komm her jetzt hier. Das ist ein fabelhafter Wurf sogar gewesen. Yes! So schwer hat es gar nicht umgezickt, weil es hat ein, ja, es hat ein bisschen, es ist halt ein Weg, ne? Man muss es halt irgendwie mitrechnen. So, Level-Ups für Kabutox und Raichu und damit haben wir das erste legendäre Pokémon schon mal in der Tasche. So. Gut, damit haben wir Zapdos schon mal für uns gewonnen. So, ich habe ja die TM Donner gerade bekommen. Das heißt, ich werde die dem Raichu beibringen, für den Fall, dass wir doch ein bisschen Probleme kriegen mit dem nächsten Pokémon. So. Dafür haue ich Gedankengut raus. So. Blizzard. Okay, Blizzard kann ein Computer sein. Nur gar nicht mal so schlecht eigentlich. Dafür geht sie was raus. So. Solarstrahl. Ah, oh, oh. Oh, Koko, weil ich will Solarstrahl lernen, okay. Was haben wir denn da Schönes für dich? Zwischenmäßige Gnese. Ah, die Toxinen rauskommen. Dann bleiben wir mit dem Kraftkoloss. Eisdieb für raus. Brauche ich meine Attacke ein bisschen um von meinem Pokémon. Gut, damit haben wir das. Gut, ja, damit haben wir es geschafft. Damit haben wir das Zapdos gefangen. Und dieses Mogon möchte jetzt auch noch ärgern, aber das ist mir egal. Und es waren aber nur, glaube ich, nur 25 Bälle. Also, das war eigentlich nur 25 Bälle. Was ist mit dir jetzt los hier? Aber ich hab noch irgendwo. Kann ich das zeigen? Krieg ich dafür irgendwas? Wenn ich dem jetzt das Zapdos bringe. So, Pokémon Box. Wenn ich dir jetzt irgendwie das Zapdos zeige. Kriege ich jetzt irgendwas dafür raus? Aha. Gar nichts. Ich dachte mir, wir zeigen ihm jetzt das Zapdos und dafür gibt es dann Möglichkeit. Oder kannst du dich. Ich hab dir gerade Zapdos. Du siehst Zapdos vor dir! Ja, gut, egal. Scheiß drauf. Gut, dann. Ah, bitte ein Beutelball. Geh weg. Ab. Okay, dann müssen wir kann man das wieder zurückpacken. Weil ich behalte meinen Raichu definitiv im Team. So, zack. Gut, okay. Dann nutzen wir mal das Flugzeug, glaube ich. Ach, wir können ja da dieses Ding benutzen, glaube ich. Also ich dachte mir, okay, der will jetzt Zapdos kriegen, aber zeigen. Scheinbar hat er dann doch nicht die Lust. So, gut, dann haben wir das legendäre Zapdos gefangen. Die nächste Aufgabe wird sein, wir reisen zurück zur Siegestraße, weil Lavros das nächste Pokémon sein wird, was uns definitiv was uns jetzt zu kriegen ist. So, das heißt, wir reisen mal zur Pokémon-Liga. Weil da wollen wir dann den nächsten Schritt machen in Richtung Vervollständigung des Pokédexes. So, ich heile mich kurz mal eben. Nee, ich will nichts kaufen.